Tag von meiner Seite. Es hat ja in den letzten Tagen einige Verschiebungen in den Umfragen gegeben. Die SPD bezieht das ganz allein auf sich. Meine Einschätzung ist, das ist eher Ausdruck etwas Tiefergehenderes, und zwar eines breiten Wunsches nach einem wirklichen, einen grundlegenden Politikwechsel. Und ich sage dazu, einen solchen grundlegenden Politikwechsel wird es nur mit einer starken Linken geben, denn wir sind die Garantie dafür, dass der Kurs in diesem Land wirklich in Richtung soziale Gerechtigkeit und Frieden geht. Und ein bisschen mehr SPD und vielleicht ein bisschen weniger CDU mag womöglich zu einem Kanzlerwechsel führen in diesem Land. Aber wer möchte, dass ein möglicher Kanzlerwechsel auch zu einem grundlegenden Politikwechsel hin in Richtung soziale Gerechtigkeit führt, der muss auf eine starke Linke setzen. Die Grünen, also konkret ihr Spitzenkandidat Cem Özdemir, schwenken ja jetzt auf einen Pro-SETA-Kurs ein, also sprechen sich für das Freihandelsabkommen mit Kanada aus. Und wir wissen, dieses Abkommen ist eine Art TTIP durch die Hintertür, da verschiedene US-amerikanische Konzerne Tochterfirmen in Kanada haben und damit immer bereits über ihre Tochterfirmen gegen soziale, gegen ökologische, gegen verbraucherfreundliche Regeln dann klagen könnten. Also solche Freihandelsabkommen wie SETA sind ganz klar ein Angriff auf die Demokratie. Und deswegen würde ich sagen, ich rate den Grünen davon ab, bereits jetzt eine Art Koalitionsverhandlung zu führen und ihre Grundsätze aufzugeben. Was jetzt viel mehr Not tut und ansteht, ist ein SETA-Moratorium im Bundestag. Wir meinen, Bundestag sollte sich ja klar positionieren und Martin Schulz sollte seine Richtlinienkompetenz nutzen, um einen solchen Stopp von SETA, dem Freihandelsabkommen, in die Wege zu leiten. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Oppermann hat Behauptung aufgestellt, und zwar die Behauptung, dass mehr Abschottung den Schleusern die Geschäftsgrundlage entziehen würde. Diese Aussage ist erstens faktisch falsch, denn je höher die Abschottung, desto lebensgefährlicher werden einfach nur die Fluchtrouten und desto höher wird wahrscheinlich das Geld, was Flüchtende an Schleuser bezahlen müssen. Weil es das Einzige, was Schleusern die Geschäftsgrundlage entziehen würde, wäre die Einrichtung von legalen Fluchtwegen. Und zum Zweiten, und das ist das eigentliche Empörende an dieser Aussage, gerade mit Blick auf den Wahlkampf, sage ich an die Adresse der SPD und an Herrn Oppermann, wir brauchen jetzt wahrlich keinen Überbietungswettbewerb in puncto Flüchtlingsabwehr. Das spielt am Ende des Tages nur den Falschen in die Hände. Anstatt auf einen Überbietungswettbewerb in puncto Flüchtlingsabwehr zu setzen, sollten wir uns alle stark machen für eine EU-weite solidarische Lösung, zum Beispiel in Form einer Fluchtumlage, wie ich sie gemeinsam mit Herrn Rixinger schon vor einer Weile vorgeschlagen habe. Zu dem Setzen auf Abschottung gehören ja auch die möglichen Vereinbarungen mit Regimen wie Libyen. Und wir sagen ganz klar, wer jetzt ein solches Regime unterstützt, der führt am Ende nur die Obergrenze durch die Hintertür ein. Und das, was in den USA die Mauer von Trump ist, die er in Richtung Mexiko bauen will, das ist für Europa die Komplizenschaft mit Regimen wie Libyen. Heute findet ja eine Koalitionsberatung zu den Themen von Sicherheit statt. Das, was dort stattfindet, nenne ich ein Sicherheitssimulationsgipfel. Da werden verschiedene Maßnahmen diskutiert, wobei eigentlich die bestehenden Gesetze längst ausreichen würden. Es geht also mehr darum, vorzutäuschen, dass man handlungsfähig ist. Es geht um die Simulation von Sicherheit. Und am Ende ist dieser Gipfel vor allen Dingen eins ein Feuerwerk von Scheinlösungen. Also kurzum, das wird heute ein großer Tag des Vortäuschens werden.